Ich crafte mal ganz kurz eine Axt, Alter, das macht keinen Sinn, die ganzen Bäume jetzt hier abzumachen. Ohne. Regeneration Trank, genau, das ist gut. Das ist sehr gut. Scheiße, meine Holzdinger nicht dabei, ne? Fuck. Ich würde sagen, machen wir den Witterboss im Nether. Ne, den machen wir in der Stadt, Digga. Ja, haben die Stadt in die Luft, Alter, what the fuck? Ja, okay. Na, ich mache ihn immer zum Beispiel mit Modpacks im Nether, weil da kann er nicht entkommen, weißt du? Ja, aber da machst du auch danach weiter, nachdem du den besiegt hast, Digga. Aber hier? Ja, Holo, sicher, Alter, da brauche ich nur viele Nethersterne. Letzte Aufnahme, Digga, wir ballern die Scheiße hier weg, Alter. Ja. Das ist das Ende des Projektes, so. Alter. Wird einfach alles weggebombt, was wir gebaut haben die ganze Zeit über. Weißt du, einfach weg mit der Scheiße. Wir spawnen ihn übrigens bei Philipp im Haus, da seid ihr mit allen einverstanden, oder? Ja. Das soll so das Erste sein, was weggeht, Alter. Ja. Weißt du, da hat Philipp dieses Gefühl, dabei zu sein, wenigstens was dazu beigetragen hat. Wir jagen ihn einfach sein ganzes Haus als Erstes. Ey, Vorschau, bitte, das musst du reinschneiden dann. Vorschau, Alter? Als ob ich jemals was gemacht habe mit einem Video, Alter. Fuck. Nee, du musst das. Ich das so nervig, dieses Vorschau-Ding. Wenn du dann so siehst, in der Vorschau irgendwas Interessantes, Digga, das ganze Video ist komplett langweilig, bist du, und du guckst die Scheiße, bist du diesem einen Punkt, Alter. Und dann versuchst du durchzuskippen und diesen Punkt einfach selber zu finden. Und dann findest du ihn einfach nicht, Digga, musst trotzdem das ganze Scheiß wieder gucken. So nervig, diese Vorschau, Alter, ich hasse sie. Ja. Hast du ja, ich hab die komplette OP-Rüstung an. Komplett verzaubert. Das ist großartig. Ich hab meine fertig, aber ich hab sie noch nicht an. Ja. OP-Apfel habe ich. Normalen goldenen Apfel. Alter, dieser andere Struggle, Alter. Hast du richtig Schiss vor dem, oder was? Ja. Na sicher. Hosen sind voll, oder was, Junge? Uff. Ja. So. Ey, ich hoffe so, dass man die PlayStation irgendwann demnächst vorbestellen kann, ne? Hoffentlich in einer Woche, wo ich Frühschicht habe, um 0 Uhr schon wach bin oder sowas. Ja, hoffentlich kostet die auch so 500 Euro. Ja. Muss eigentlich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Sony sich den Preis der Xbox anpassen wird. Also die werden die Konsole niemals im Leben für 600 raushauen. Niemals, nee, aber darauf würde ich schwören, Alter, dass sie die niemals für 600 Euro raushauen werden. Das wäre ein Big L auf jeden Fall. Das wäre das gleiche wie mit der PlayStation 3 damals, Digga. Ja. Verstehe nicht, warum die eine PlayStation für 10.000 rausbringen. Für 10.000 laberst du, Digga. Das höchste, was es gibt, ist eine 8000er Version, Digga. Gold, Digga. 24 Karat, Bruder, Junge. Die glänzt anders, Junge. Sieht man das, Alter? Ja, Digga, sobald der Controller einmal runterfällt, Digga, ist er halb. Hast du eine Facecam, Digga? Steht so eine goldene PlayStation, die, Digga, einfach. Digga, wenn die runterfällt, wird gar nichts. Das ist Gold. Digga, der Boden geht kaputt, Junge, wenn das Ding runterfällt, Digga. Laminatboden bricht weg. Ja. Wie wundert das, Monte, die nicht gekauft hat, Digga? Dass es noch kein Video gibt, Alter, von Monte, Digga. Hat mir für 8K Xbox PlayStation gekauft, Digga. Ja. Wo ist das, sagen, ein Video gibt, Alter? Dir, ja. Ja. Der wird sich die zu 100% kaufen, oder? Wo ist das noch nicht gemacht, Digga? Lol, da ist eine Hexe in meinem Haus. Vielleicht gibt es es nur in den USA und er kann nicht, weißt du, das kann ja auch sein. Egal. Aber die kann ja trotzdem nach Deutschland hergebracht werden, oder nicht? Ja, ich meine, Monte, ich glaube, an Geld wird es bei ihm nicht scheitern, ne? Ja. Nee. Also 8000 sind gar nichts für ihn. Ja, der baut sich ein Haus und kauft dabei und macht dabei noch. Der hat einen Kleiderschrank, der ist mehr wert als meine ganze Wohnung, Alter. Mit seinen 50.000 Euro Kleiderschrank, Junge. Ich denke mir so. Wie viel kostet das Haus von ihm? Weißt du das? Keine Ahnung, das hat man, glaube ich, hat der er Mille gesagt, hat er doch irgendwie gesagt oder so, ne? Für einen Umbau hat er gesagt, eine Mille ungefähr. Weil irgendwie 200.000 Euro, glaube ich, war das. Ich glaube, 200.000 Euro war das, ne? Für seinen Gaming-Raum. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das Video nicht gesehen, ich habe da nur ganz viele Sachen dazu gehört, ne? Also genau kann ich das nicht sagen. 10k für eine PlayStation 5, was wer labert so ein Müll? Montes PS4 ist der in der PlayStation. Montes PS4 ist der PlayStation, ja, Digga, gute Aussage. Ja. Ich weiß, Monte seine PlayStation 4 ist in sein PC eingebaut, aber die PlayStation 5, die kann er ja da nicht einfach reinstecken. Das ist ja nicht einfach so ein Ding, was er reinfallen kann. Egal, das muss man komplett umbauen. Die wird dann auch eingebaut. Natürlich, wird er wahrscheinlich machen. Der wird wahrscheinlich einer von Milf kommen, rüberkommen, die einbauen, Digga. Mifcom. Ja, das ist für Monte, denke ich mal, kein Problem. Der ist ja Partner mit denen. Da wird da kurz einer rüberkommen. Ich meine, bei seinem PC beim Aufbau war ja auch einer dabei, glaube ich, wenn ich alles täusche. Nee, der schickt er einfach hin und dann bekommt. Oder er bekommt gleich einen neuen PC und fertig. Ja, bei Monte, Digga, weißt du. Gleich einen neuen PC, Mifcom, let's go, 3090. 3090, Digga. Und weiß Monte, nicht, weißt wahrscheinlich nicht, was es ist, Digga. Wenn du mit 3090 bei Monte ankommst, Digga, ist, denkt er, das ist ein Netzteil oder sowas, Alter. Ja. Geiles Netzteil. Aber die ist auch riesig, die 3080. Ich kann es nachvollziehen, Digga, mit Monte, Junge. Einfach dieses, juckt ihn einfach nicht, dieses PC-Ding. Kann ich absolut nachvollziehen, ganz ehrlich. Mich würde es auch nicht jucken, wenn es nicht so relevant wäre. Für mein Leben gefühlt. Er kann halt alles in 4K zocken und das war's. Ja, er kann halt generell alles in 4K zocken. Also, er kann sich halt auch alles gefühlt kaufen. So das Höchste, was es gibt. Digga, es gibt keinen PC, den er sich nicht kaufen könnte, gefühlt. Außer natürlich, das Ding ist ice out, ne? Komplett. Also, ich weiß dann, nicht, Ice-Out, Mainboard, Ice-Out, alles, Digga, ich glaube, also würde er sie aber niemals kaufen, Digga, weil das PC ist und keine PlayStation, weißt du? Aber, joa, mal gucken, ne?
gucken, was die Zukunft bringt. Ich bin echt, also komplett Eis ich dort. Bin sehr, sehr gehypt auf die nächste Konsolengeneration. Also wirklich sehr, sehr gehypt. Ich hab mega Bock, ich hab ultra Bock, Alter. Aber ich weiß halt nicht, wie es wird. Ich bin gehypt auf die neue Grafikkarte und auch auf die neue Konsole. Vor allem die Konsole wird halt so einen Push nach vorne bringen, ne? Ja. Also es wird halt so viel verändern, was Konsolenspieler einfach noch nie zuvor gesehen haben. Es wird, ich meine, ich erinnere mich noch ganz genau an der damals Xbox 360 und PlayStation 4 Trailer. Einfach, wie ist das Spiel nochmal? Killzone Shadowfall. Bruder, sah dieses Spiel unverschämt geil aus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das war ein Nachfolger, ich glaube, der vierte Teil von Killzone. Digga. So, ich kenne das Spiel nicht. Ja, ich weiß, es ist PlayStation mal gewesen. Mann. Das sah so unverschämt gut aus, dieses Spiel, ne? Für die damaligen Verhältnisse. Junge, ich habe mich so, Alter, es war so ein Grafik, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Dieses Spiel sah so unglaublich gut aus damals, für die Konsole vor allen Dingen. Es war so unglaublich gut, dieses Spiel. Ja, und es sieht halt immer noch sehr gut aus, ne? Ich habe es vor, glaube ich, 3 Jahren gespielt gehabt oder so, oder vor 4 Jahren. Gott, warum ist das hochgeladen auf YouTube? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall sah das Spiel echt verdammt bombastisch aus, Alter. Aber leider gibt es keinen Nachfolger, weil der einzige Verkaufsgrund bei dem Spiel gefühlt die Grafik war, das Gameplay-Story war irgendwie so, meh. Ja. Halt, aber ich muss auf jeden Fall, ja? Es ging genauso wie mit Crysis, Digga. Keiner kennt die Grafik, oder also keiner kennt die Story von Crysis, aber jeder kennt die Grafik, so, weißt du? So, einmal wegen der Grafik so berühmt geworden, Crysis. Du kennst ja auch Crysis, oder, Anaman? Ich meine... Nee, kenne ich nicht, Kappa. Ah, keine Scheiße, Digga. Jeder kennt Crysis, jeder PC-Spieler kennt Crysis, Alter. So dieses eine Ding, an dem sich jeder PC messen muss, so gefühlt ja. War das damals einfach. Ich bin gespannt, ob die 3080 Crysis, also auf das Remake, ne, oder kann. Meinst du? Ja, nee, ja. Auf 4K mit Raytracing. Nee, es gibt ja ein Remake von Crysis, ist ja eine Arbeit. Das gibt es ja, glaube ich, schon für die Switch. Ich glaube, für die Switch war es schon draußen, für PC und Konsolen kommt es auch noch raus. Bin ich tatsächlich gespannt drauf, ich werde es auf jeden Fall kaufen. Ich habe es damals auf PlayStation 3 gespielt gehabt, Crysis 1. Ja. Da sah es relativ okay aus. Crysis 2 sah ein bisschen aus auf der 360. Und Crysis 3 habe ich dann gar nicht mehr gespielt, Alter, weil das Teil von den Testergebnissen so beschissen war. Aber ich glaube, wenn ich einen PC haben sollte, also wenn ich mir wirklich einen krassen PC kaufen würde und der kann das dann laufen, mit der 3080 und ich kann streamen mit vernünftiger Qualität, Bruder, dann würde ich das Crysis direkt sicher. Streamen, Alter. Easy. Safe würde ich easy Crysis dann auf PC da. Streamen, Digga. Das ist so dieses ja, aber dann brauchst du ja auch kein Bildschirm. Nee, brauche ich nicht, Digga. 1080p ist für mich perfekt. Mehr brauche ich nicht. Digga! Das einzige, jemals das einzige. Ja, bei meinem Bruder. Digga, es gibt. Das ist so ein Grafikunterschied, das kannst du nicht. Ja, aber auch nur wenn du davor sitzt, Digga. Nur wenn du davor sitzt. Ja, 3 Meter Abstand, Digga, macht's keinen Unterschied. Aber was immer einen Unterschied macht, ist die Framerate. Ich werde zu 100% auf 144 hochgehen, wahrscheinlich, wenn die Konsole das supportet. Und der PC halt, ne? Also dann werde ich halt safe hochgehen. Aber sowas Grafik 4K, also 1080p, muss ich sagen, reicht mir. 1080p reicht mir persönlich. Also ich brauche nicht mehr. Ja, du klingt bist halt komisch, ein Xbox-Zocker. Nee, generell, Digga. Ich habe so oft schon 4K gezockt. Das Geilste, was ich bis jetzt gesehen habe, war immer noch 144, jetzt 1080p, Digga. Das ist bis jetzt das Geilste. So, ja. 4K war, als ich es weil so also 4K ist halt für mich so, bessere Auflösung, wenn du davor sitzt, so, aber... Das ist so geil. Aber 144 Hz, Bruder, das ist... Alter, das ist halt dieses andere Sexy, du merkst so heftig den Unterschied, ne? Ja. Ja, Bruder. Das ist 144 Hz 4K, oder? Nee, das war nur 144 Hz, was ich da gesehen hatte. Und dann halt nochmal ein 4K 60 Hz, vor, glaube ich, Digga, das habe ich mir auch, ne? Ja. Weil mein Freund, der hat einen 144 Hz Laptop, also mit so einem Bildschirm. Digga, ich habe das zum ersten Mal gesehen, Alter, ich habe mal gedacht, wie flüssig ist das bitte? Ja, das ist dieses andere, ne? Weil du normalerweise weiß eigentlich jeder, das Auge kann ungefähr 25 Bilder die Sekunde aufnehmen. Das ist so ungefähr der Richtwert, den du beim Auge hast. So ungefähr 24, 25 Bilder die Sekunde kann das Auge aufnehmen, das menschliche Auge. Und dann siehst du trotzdem so 144 Hertz, du siehst aber trotzdem den krassen Unterschied, ne? Ja, auf jeden Fall. Schon irgendwie merkwürdig, Alter, wenn du drüber nachdenkst, so, ich weiß auch nicht, wieso. Ja, das ist so ultraflüssig, das ist... Ja, das stimmt schon. Ja, auf jeden Fall. Hier kannst du aufholen, ich habe alles wieder gedruckt. WQHD kannst du jedes Spiel zocken mit der 3080 und mit der AMD Ryzen 3900X auch. Ja, mal gucken, ne? Mal gucken, was ich damit mache. 12 Kerne zum Rendern, das geht in, weiß ich nicht, ein Video so eine Minute. So. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die neue PC-Generation und Konsolengeneration. Ich werde mir, wie gesagt, ich werde da komplett einen auf Aufrüsten machen. Ne? Monitore werde ich mir definitiv nicht kaufen in näherer Zukunft, weil ich noch 2 Stück rumstehen habe. Ich werde die wahrscheinlich auf eBay verkaufen demnächst. Also
Ich weiß halt legit nicht, was ich damit machen soll. Ne? Ich habe die jetzt schon seit... Den einen habe ich mir vor, glaube ich, 2 Jahren gekauft. Der funktioniert mit meiner Elgato nicht, warum auch immer. Der geht einfach nicht. Der kriegt einfach kein Bild rein. Warum auch immer. Seitdem habe ich den nie wieder genutzt. Der steht einfach nur rum. Ja. Und deswegen muss ich mal gucken, was ich damit mal mache. Vielleicht verkaufe ich den auf eBay. Jetzt beginnt halt ein neues Zeitalter. Kann ich das sagen. Aber das Piratenzeitalter von One Piece beginnt jetzt, Digga. Ja. Du hast keine Ahnung, wovon ich rede, oder, Anaman? Ja. Keine Ahnung. Ja. Ja, genau, Digga. Ja, ja. Ich geb dir recht, Digga. Weißt du, was ich sag? Nee, sag's dir. Jetzt beginnt wirklich ein neues Zeitalter. Ja, es ist halt bei jeder Konsolengeneration. Jede neue Konsolengeneration schiebt halt quasi das Niveau nach oben. Wegen auch der PC-Grafikkarte. Das ist zu krank. Ja, aber das PC-Ding rückt halt nach wegen der Konsole. Weil AMD macht ja das mit den Konsolen. Die haben ja eine Partnerschaft mit den Konsolen. Nvidia muss halt nachrücken, weil die Grafikkarten sollen halt echt geil sein in den Konsolen. Also ja, AMD wird demnächst auch nochmal ein bisschen was zeigen. Und deswegen musste halt Nvidia jetzt ein bisschen hinterher, ne? Ja. Die müssen jetzt wegen der Konsolengeneration jetzt, ja. Die Konsolengeneration ist halt immer wieder dieses, okay, die müssen jetzt nachholen, so. Weil es halt dann wieder was Neues ist. Ja. Ich meine, stell dir mal vor, du hast dann irgendwann eine Generation, da hängt der PC der Konsole hinterher, Bruder. Gott sei Dank gibt's Konkurrenz. Sonst würde das nicht passieren, weißt. Wegen den Preisen bei Nvidia. Wenn es zum Beispiel keine Xbox One oder Xbox PS5, also Xbox Series X oder PS5 gäbe, dann, boah, die Preise wären so hoch, sage ich dir. Keine Ahnung. Ja, dann würden die halt einfach ihre eigenen Preise machen, so wie es denen halt gefällt. Ne? Dann würden sie sich halt einfach denken, ja, Gott sei Dank gibt's aber die Konsolen, muss ich sagen. Ja, die Konsolen, viele Leute sagen ja auch, die Konsolen halten die Entwicklung zurück oder so eine Scheiße. Absoluter Bullshit, Digga. Absoluter Bullshit, Junge. Ich meine, guck dir einfach mal an, was Sony und alles so rausgehauen hat, ne? So viele gute Storyspiele, so viele. Ja, aber die Grafik schon, ey, muss man sagen, leider. Hä? Grafik, Digga? Spider-Man sah ultra gut aus. Good of War. Ich meine jetzt, ein Spiel kommt für den PC raus und für die Konsolen und dann, ja. Das ist nicht dein. Kann es halt nicht so PC-optimiert werden, weißt? PC-optimiert, das liegt ja nicht an den Konsolen-Releases. Weißt du, woran das liegt? Jeder hat eine andere Grafikkarte, jeder hat einen anderen CPU. Alles muss verschieden optimiert werden, weil jeder ein anderes Setup hat. Es ist tausendmal einfacher, was für die Konsole zu optimieren, als für den scheiß Rechner, weil jeder einen anderen Rechner hat. Alles ist anders. Keiner hat denselben Rechner wie ein anderer gefühlt, so. Weißt du, jeder hat was anderes. Und dafür, trotzdem musst du dafür sorgen, dass deine Spiele mit allem harmonieren, so ein bisschen. Und das ist der Knackpunkt. Daran scheitert das immer. Ich meine, gute Spiele, wie zum Beispiel COD. Der COD hat so viele gute Spiele rausgehauen, die sind so gut optimiert teilweise. Aber halt auch nicht alle Spiele, ne? Leute, einfach ein 13 gedroppt, Digga. Ja, damit. Keine Ahnung, warum ich beim neuen COD, beim Modern Warfare manchmal echt FPS-Drops hab. Das dürfte keine eigentlich Ahnung nicht sein. Ja, das Spiel ist halt gut optimiert. Also sagen halt alle, dass es gut optimiert ist. Ich weiß ist es nicht. Vielleicht ist es halt für deinen Chipsatz nicht so aktuell, weil du schon wieder irgendwas anderes hast oder so. Nee, ich habe eigentlich eine neue AMD, also einen neuen AMD-Prozessor, eine relativ neue Grafikkarte habe ich. Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus, ich habe noch nie was programmiert oder vielleicht habe ich irgendwas mit den Einstellungen, ist ja, irgendwas falsch Ahnung bei mir oder so. Also bei COD. Weil sonst bei jedem Spiel, zum Beispiel die Evil Within, Miku HD. Ja, das sind aber Ultra, das sind halt Singleplayer-Spiele, Digga. Multiplayer-Spiele brauchen generell mehr Leistung. Das habe ich damals mit meinem Laptop gemerkt, Digga. Minecraft konnte ich mit meinem alten Laptop damals, klingt scheiße so, aber ein 30 FPS easy spielen. Das war halt damals, ist halt ein steinalter Laptop, Digga. Da ging ich noch zur Schule, als ich den gekriegt habe. Mit dem konnte ich halt gerade so Minecraft spielen, 30 FPS, ohne Aufnahme, ohne irgendwas. Ganz normal, aber sobald ich halt Multiplayer-Server gegangen bin, Alter, gefühlt 20 FPS maximal, Junge. Mein Laptop hat einfach angefangen zu sterben, als ich das Spiel gespielt habe. Ja. Multiplayer-Modus. Digga! Einfach 10 FPS teilweise. Der ist einfach geschmolzen, der Laptop. Der wurde so warm, der ist sogar ab und zu einfach ausgegangen, mitten in der Runde, Junge, weil er einfach zu warm wurde. Das war so dieser andere Struggle mit dem Laptop damals. Seitdem habe ich mir auch geschworen, nie wieder einen Laptop zu kaufen.